glaube, ich bin will zurück sein, du. Ich bin auch da. Aber let's go. Eben. Mit mir und nur. Wir machen jetzt hier voll krass mit Geschäft zu Ende. Als ich Sarah um Daten gebeten habe, meinte sie, ich könnte ihr mal im Mondschein begegnen. Ich warte jetzt schon eine ganze Weile hier, aber es will einfach nicht runterkommen. Das stimmt. Oh, Katzi. Nein, irgendwo. Sag mal. Flag. Lass uns das bekannt machen. Evoli. Shanima. Au. Bam. Bugyurus-Freunde. Kabuto. Lass uns das fangen. Das haben wir noch nicht. Okay. Wir haben alles erkundet. Muss los. Komisch, mich rennt das nicht an. Aber sonst scheint die Scheint die auch Lappas. Oh, hi. Oh, sogar Katzen. Mein Lappas macht schon in die Jahre gekommen sein. Ich bezahle euch aber wie je und je. Weißt du, früher bin ich zusammen mit ihm über die Wellen geritten und zu einem neuen Horizont aufgebaut. Ja, aber mittlerweile kann Lappas nicht mehr so gut schwimmen. Da habe ich mich entschlossen, das Surfbrett an den Namen zu hängen und hier bei meinem alten Freund zu sein. Ach ja, danke, dass du mir zugehört hast. Hierzu könnte ich dir beibringen, wie man die Geheimtechnik im Weltschwimmen einsetzt. Damit kannst du das Wasser flitzen. Oh, wir können zu Zinnoberinsel jetzt. Na, dann kleines Evoli möchte es hier wohl auch lernen. Dabei ist es gar kein Wasser-Pokémon. Auch das gut geht. Hey, ich hab doch Wasserattacken! Dieses Blick in seinen Augen erinnert mich so sehr an meine solch eine Kraft. Na gut, du hast mich überzeugt. Passt gut auf. Also, der Trick ist, auf dem Wasser die Balance zu halten. Dafür musst du deinen Schwerpunkt nach unten verlagern, dein Oberkörper stabil halten. Im Zeug Mensch. Das hast du ganz hervorragend gemacht. Hier, mein Zerfrag, gebe ich dir auch mit. Reise zusammen über die Wellen und breche zum neuen Horizont. Auf dem Weg zum neuen Horizont. Ich frage mich, wie das im Wasser läuft. Kann ich ja nicht mitmachen. Zerfrag zu einem Büro der Freunde. Tobal! Hast du auch ein Pokéball da? Abgesehen, sorry, aber den werde ich mir schon. Was ist denn? Ist das ein Pokémon? Oh ja. Lass uns mal. Wir gehen erstmal hier rein. Erklärt uns mal, was geht hier ab? Herr Direktor von allen hier, nur der Direktor Fleckmann genannt. Tja, er hat nun mal den gleichen ausdruckslosen Blick im Gesicht wie bisher. Seit Direktor Fleckmann neulich angeln war, fasselt er nur wirres Zeug. Ob das wohl am Alter liegt? Direktor Fleckmann weiß einen ganzen Namen. Er wisse sogar fossile, ausgestorben, rotzeitig die Puppen und ich nie gesehen. Ja, werden wir auch bald eins bekommen. In der Nähe von Route 19 habe ich etwas Goldenes auf Plätzen gesehen. Vielleicht verschickt sich dort ein Schatz, wer weiß. Wir können zappen. Den Schatz haben wir schon. Das ist ja. Aber keine Zeit. Nee, das ist Route 19, 17 waren. Oder nicht? War das Route 17? Nein, ich rede von den Goldzähnen. Achso, Goldzähnen. Hi. Ich warte hier auf meinen Vater. Er hat gesagt, dass ich alle Pokémon bekomme, die er fängt. Ich hoffe, er kommt bald. Ich bin schon ganz hebelig. Finde ich lustig, wie die so schön haben. Maui, cool, mein Schwester, jetzt hast du mir ein Pokémon auf meinem Nintendo Switch geschickt. Ich bin gerade vorgekommen. Und hier, ey. Hi, Bruder. Hier, Bruder, herzlich. Ich gebe dir mein Kangama, Ponita und Tatini.
Habe ich jetzt persönlich gefangen? Nö, ich bin ja nicht drin. Du bist ja nicht willkommen! Ich frage mich, ob Erik verstanden hat, dass ich, dass aus uns beiden nichts wird. Nachdem ich ihm meine Abfeuerzeit habe, ist der Freudestrahl davon geschleudert. Merkwürdig. Boah, das scheint eine echt scheiß Person zu sein. Ja, wenn er sich schon freut, dich mit mir zu sehen. Komm, Gruppe, was möchtest du tun? Spiel mies ein bisschen okay. Erklärung an. Darüber möchtest du mehr erfahren. Übertragen von Pokémon. Du kannst Pokémon aus Pokémon Go in die Pokémon Go übertragen. Dafür musst du zunächst ein Spielmenü öffnen und in den Einstellungen die Option mit Pokémon Go verbinden auswählen, um dein Spiel mit Pokémon Go Konto zu verbinden. Danach kannst du in Pokémon Go Pokémon auswählen, die du verschicken möchtest. Bitte seid dir bewusst, dass im Go-Park verschickte Pokémon nicht mehr zurück auf Pokémon Go übertragen werden können. Als sie übertragen von Pokémon Go. Du kannst. War das nicht das, was über gewesen ist? Ich hab gedacht, wir wären schon allen weiter, also wir wären schon wieder zurück. Go-Park ja. Spiel, ja. Im Go-Park spielen die Pokémon, die du aus Pokémon Go übertragen hast. Wenn du sie ansprichst, kannst du sie fangen. Oder in den anderen Go-Park verschieben. Oh, geil. Gefangene Pokémon können nicht in den Go-Park zurückgehen. Drücke den X nach dem Go-Park zu verlassen. Oder nach dem Go-Park spielen sie. Wenn sich 25 Pokémon derselben Art in Pokémon Go befinden, kannst du mit ihnen auf der Spielliste spielen. Führe alle Pokémon innerhalb des Zeitlimits nach oben zum Ziel und nimm dich dabei vor störenden Pokémon an, die aus dem Boden kommen. Wenn du in der Spielwelt Das heißt, Pokémon übertragen. Ach, Go Park. Dein Spiel ist aktuell nicht mit Pokémon Go verbunden. Öffne Einstellung. Okay. Das heißt, ich muss jetzt X Einstellungen mit Go verbinden. Let's Go oder Let's Go Evil mit Pokémon Go verbindest. Werden die Nutzer-ID und technischen Daten des Spiels von Pokémon. Okay. Möchtest du dein Spiel mit einem Pokémon Go verbinden und Daten ausdrücken? Ja. Pokémon Go Konto wird gesucht. Ja, wahrscheinlich mit Let's Go verbinden oder so. Switch. Über Schnellstart verbinden zu Nintendo Switch. Das ist der Bild, der nicht unterstützt. Boah, dein Handy kann das nicht. Das ist komisch. Ja, wir gucken ein anderes Mal erstmal. Wir machen das dann auf Screen erst dann vielleicht. Ja. Machen wir das später nochmal. Weil wir wollen jetzt nicht so viel Zeit im Part damit zu verbringen. Dann gucken wir mal, ob wir in die Arena kommen können. Ah, da bist du ja wieder. Oh, wie geil wär's, wenn... Wir sind wirklich schon in die Arena, die Pokémon sind sehr unterlevelt. Und wenn ihr dann mit Niveau 40 kommt... Wir gucken... Ich wollte doch erstmal das Niveau der Arena gucken. Vielleicht können wir auch niemals rein. Weil ich sag, boah, du musst mindestens Level 100 sein, um die Arena zu spielen. Das ist so niedlich. Sei gegrüßt, Zukunftsgeschöpf. Wie ist dein Wert zu befinden? Wie du sicher weißt, gibt es auf seiner Sicht die Desinformation, um unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalsfall sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Und diese Arena bedingt, musst du mir beweisen, dass du mindestens. Wow. Okay. So, oh, ich sehe, hast du nicht weniger als 71 Pokémon angefangen damit. Bist du als eine würdige Herausforderung? Wow. Ich muss ehrlich sagen, die Nassdorf wird immer schwieriger. Ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Berg gespuckt. Was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich beim Kampf mit diesem Kniff auf den falschen Fuß erwischen werde. Es wäre lustig, wäre jetzt im Weg gelaufen dorthin. Kugels Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Es sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an dem Sprachstil muss er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und
seine geheimnisvollen Attacken im Kampf fürs Beste. Okay. Die Wände sind sehr sichtbar im Nebel. Was hat der irgendwie auf gut Psycho-Attacken? Hanschen, stehen wir. Was hältst du von dem Logo, den uns auch von der Mauer der Arena von Xanis? Obwohl, dann machen wir halt die Arena. Ja. Wenn du die jetzt eher anfängst, dann ich noch keine Zeit stehen zu lassen, wenn wir da. Ja, es kommt drauf an, wenn die jetzt mit, keine Ahnung, Transitzi oder so anfangen, dann. Machen wir die trotzdem, das ist mir jetzt egal. Du hast sie angefangen, also beenden wir sie auch. Wir haben irgendwann gekämpft. Beinchen! Ich glaube, wir hätten mal tauschen müssen. Ich glaube, wir waren erstmal 36. Naja. Ja, das kommt auf einen Bonus. Weiter so. Was ist gut? Ja, und jetzt haben wir nicht. Nein, es ist 36, ich glaube schon. Volona reicht allein. Ich werde Volona nie wieder einsetzen. Ich beschwere mich gerne über manche Aktionen der Gegner, aber warum hat das Viech rechte Hand? Warum? Oh, es hat sogar einen Critten. Hat es nicht mehr? Aber das ist egal. Doch, die Arena. Danke. Erfolgt ja nicht allein von der Stärke deiner Truppen ab. Auf die Stadt, die du kommst. Wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir am besten Geld, was ich damit meine. Oh mein Gott, er weiß nicht, was ich noch machen will. Tue ihn am Mingo. Slime. Beide auch wieder drauf. Ich kann uns ja anfeuern. Naja, leider nur dich. Du hättest auch nicht kann. Aber ich glaube, der Donnerblitz. Ich bin echt am Überlegen. Ja, gut, hast du recht. Kann ein bisschen warten. Aber es macht den halt voll drauf. So. Weil er nachkommt. Ey, was ist denn? Willst du dich anfeuern? Das ist nicht gut. Vielleicht mal durch die Meere. Vielleicht beim Arena, Alter. Ja, beim ich bin Arena. Ich bin echt am Überlegen, ob wir recht an dem Füße einsetzen werden. Kommt immer auf die Situation an. Ich weiß es nicht. Normalerweise sollte ein Blitzer mit einem Donnerblitz mehr Schaden machen als meine Pokémon mit einem. Mit großen Pokémon und du hast irgendwie wieder einen Kopfattacke. Dann wechsel ich dann. Alter, Raff, weißt du, was mir aufgefallen ist? Oder für den Fake-Stil auf? Okay. Dein Spezialangriff ist. Ne? Ist nichts gemacht. Bis du es noch checkst. Niemals! Infos. Ich weiß nicht, was wir machen. Das Lichtschild ist aktiv. Geh mal zurück. Ja. Kampf. Ja. Jetzt guck es dir an. Nicht das. Physisch. Feuer. Bibor. Ja, ich muss ehrlich sagen, der Donnerblitz und die Psychoanalyse hätten sicherlich auch nicht gereicht. Weiß ich nicht, ich bin 36, das Ding ist 20. Siehst du? Nicht Liste, aber ich wollte nicht deine AP verbrauchen. Ja, dafür ist der aber was hochgefallen. Dass sie besser ist als vorher. Ist wahrscheinlich. Aber wir gucken uns die Arena noch vollständig an. Dann möchte ich mein Urteil zu der Arena treffen. Dass hier nur Männer drin sind. Nein, das ist doch. Das ist doch
Das klingt einfach so toll aus, oder? War es auch, weil als es dann hat, war man die Frau. Boah, das ist. Boah, die ist einfach sexistisch. Der eine stellt nur Männer ein und die andere stellt nur Frauen ein. Obwohl es schon wieder gleichberechtigt ist. Nein. Wenn sie genau gleich viel. Hier, da oben. Früher habe ich als Zauber gearbeitet, aber mein Traum war es, immer ein Ninja zu sein. Dieser Traum hat mich schließlich die Arena von Zahn gefühlt. Ich finde es cool, dass sie da so Gravuren von so Gift-Pokémon haben. Schack! Oh mein Gott, das ist Schack aus als Zauber. Eine Alpomo. Ja. Geht auch nicht. Ich bin dagegen! Ich stelle mir das so vor, ich bin dagegen. Fliegt einfach durch den Spuck und der Spucker fliegt dann durch, weil sie nur das Wurzeln der Zahn. War der Gedanke, der zählt. Ah, ich halte den Schlag für dich auf. Hi. Nein, du kommst nicht durch, mein Geist blockiert. Jetzt kriegst du erstmal eine Kosten meine Spezialtechnik. Der Geist blockiert. Mhm. Ich fand's lustig, der ist einen Schritt gegangen. Nathan. Aber nur auf der Stelle irgendwie. Oh, schon wieder ein Alpode. Das wirst du wahrscheinlich vorhin. Ja, weil ich hab kein Level mehr gemacht. Ja, aber das ist jetzt ein Level mit Klapperband, weil das letzte Alpode. Das letzte Alpode. Hast du auch 40? Was ist bei 41? Ich hatte gerade doch nur ein Alpode. Ja, wir machen sowas nicht immer. Und. Ha. Also jetzt bist du schnell. Abgangsbomben. Oh, ich kann Goldberg nutzen wieder. Yeah, kann ich nicht. Oh, und natürlich Bruno, oder? Ja, besonders Bruno, das wird sich einsetzen. Der muss wahrscheinlich von Agatha was abgeguckt haben. Ich weiß zwar nicht, wo das H in ihrem Namen ist, aber okay. Agatha. Das ist jetzt schön. Das ist immer das Beste. Oh Mann, das Ding schon schön. Das Ding lernt es nicht durch Level Up. Voll gemein. Ja gut, Schubball kann ich mir mal vorstellen. Nee, oder? Doch, Schubball kann es sein. Seine Level Up-Attacke. So gut. Kann es auch von Level Up. Wir brauchen Step. Halt, hätte ich, das ist immer noch kein Schubball. Ach, ne? Yay. Wann lernst du die Ampeln durch? Gar nicht. Es wäre sehr praktisch für die nächste Arena. Außer wir können die Feuerarena vor der Arena haben, das wäre auch das Ding. Tiefschlag, nein! Das ist in Ordnung, mein ewiger Krieg. Nein, nicht die Special Defense. Was ist das für den Flackerbrand? Ja. Kannst du den Flackerbrand von Mara geben? Nein. Das wäre sehr nett. Agatha. Ich wollte aber jetzt erstmal meinen Kopf. Ja, bei mir kannst du auch wechseln. Was willst du denn von nach vorne? Bluebella. Bluebella. Oh, vorletzten Trainer mit mir. Ah, ich bin ein Schürfen Master Kuba. Der Einsatz von Pokémon ist eine uralte Ninja-Tradition. Na, glaube ich nicht dran. Edgar! Ich glaube auch nicht, dass mit einem Peitschen mit einem Leute klappt. Zum Glück hat es kein Bedroher. Blitzer. Ich hab sowas wie Sturz.
klar, dass du getroffen wirst. Insbesondere. Warum immer. Warum hat das Viech eigentlich grundsätzlich eine Fulpa drin? Jetzt wird auch nicht getroffen. Gucken, und das nächste hat hier für sich. Boah, das ist jetzt versuch ich es jetzt mit Obsidian. Yes. Nein, es bleibt aber. Wir haben es mit. Ich nutze nur dasselbe Pokémon im Prinzip. Irgendwie sieht das nicht mehr noch aus, als ob es ein Dieb wäre. Ja. Sag eher. Ich finde es toll, dass die Arena sich so ausdehnt, weil du siehst, der Koga-Platz ist ja jetzt auf einmal ganz hinten. Wir stellen extra den Platz ganz nach hinten, damit wir dann kämpfen können. Du siehst ja, wir haben ja im Hintergrund den einen und das als Koga-Teil. Toxin? Stimmt. Könnte aber auch Matschbomb oder Kritik sein. Nein! Sind wir ehrlich, ich gehe davon aus, dass wir die gleichen Anfänge bekommen wie früher. Ich weiß nicht, wir haben aber sicher was davon müssen bekommen. Ja, weil es keinen Glücksschrei gab. Das gab aber auch Megasaur-Elite immer so. Es war jetzt wohl nicht so schwer, die wieder einzubauen. Der Megasaur hat auch Gigasaur ersetzt. Du wirst sehen. Yes! Ich hab's so gesagt. Ich hab meine Para geheilt. Geil. Wie könntest du das bitte bei allen machen? Jetzt muss ich deine Pokémon heilen. Tut mir leid, dass ich keine Evoli hab, was meine Pokémon heilt. Nein, meine Pokémon machen es aus Liebe zu mir. Die haben keine Paraheiler. Ich bin am überlegen, ob wir gleich bald Paraheiler oder so mal kaufen sollten. Wo ist eigentlich die Flöte? Ich glaube, damit kann man keine Pokémon aufhalten. Oh. Ja. Nee. Vergiss nicht, wir haben noch die Cracker, also glaube ich nicht, dass wir die brauchen. Stimmt, die Cracker werden doch auch noch verschossen. Und die Mammo. Ja. Und den Hyperheiler haben wir noch. Also sollte reichen. Wir sind gut eingedeckt. Nee, ich habe auch noch. Ich glaube. Nee, das ist ein Mädchen. Ja. Meister Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja. Wer sind deine Vorfahren? Niemand. Ich habe eine Mutter, aber die ist nicht meine leibliche Mutter. Ich habe brutale Teekannen-Mitarbeiter in der Gruppe meiner Mama. Die. Oh. Mach es weg! Es ist ein Blitzbuch. Ich weiß nicht, ob ich es wegmachen kann. Mach es für den Lord. Warum bleibst du eigentlich drin? Weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mich killt. Aus irgendeinem komischen Gründen, die vielleicht mit der Vergangenheit zu tun haben. Nein, das ist ja ein hartes Wesen. Ja gut, aus Vergangenheit. Hättest du dich ja auch jetzt einsetzen. Hättest du auch bald drin. Hättest genau einführen können. Schön, du hättest jetzt eigentlich recht an deinem Wesen. Ja, das ist gut auch. Warum ist es eigentlich gar nicht mehr auf dein Platz? Da hast du auf allen deinen Evolis sofort an Tacken und an sowas. Sternschau in den Feld. Oder oh. Immer noch rechte Hand. Ja, natürlich. Könntest du sogar wohl oder was? Nein, nicht in der Liga. Ich spiele einfach dein Pokémon. Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen Spintrapchen gekommen. Ja, das wäre jetzt nicht gut. Das ist so Explosion! Du beide tot. Dann würde ich aber aus der Arena gehen. Keine Zweifel lieber davon. So, ich hab es von dem her. Ist egal, beide haben eine gute Spezialdefensive. Nein, ich bin nicht richtig. Sitze auch schon. Dann stunst. Ey, wer setzt richtig da?
Jetzt schnell Richtung. Oder nicht, du bist down. Mein Flamara war auch gerade schneller. Ja, das ist nicht schneller als mein Yellow. Ja, das ist jetzt Richter, dann hat er Brio. Ach ja. Das ist speziell, also. Hallo! Hallo! Also nee. Stimmt, ich muss ja auswählen. Ja, das ist immer noch scheiße, dass du meine Pokémon auswählst. Reflekt! Komm, ich will es nicht schon in die Länge ziehen. Weg! Weg! Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn sich die Gelegenheit bietet. Wahrscheinlich nicht. Wenn sich die Gelegenheit bietet, mache ich es, aber hier gibt es keinen Sinn. Yay! Und guck mal, Halloween hat alles alleine gemacht. Ja. Oh, beides sind 41, ich wollte kurz Queen. Na, Serena, Leute, No Evolution, der dann vielleicht kann, nur so falsch. Na, ich glaube, ich gehe ins Pokémon Center jetzt. Das ist nochmal raus. Mach mal. Ich bin zu verzweifelt, mach selbst. Das Problem. Mach einfach. Geh auch wieder rein, ich komme dazu. Warum kommt man eigentlich hier auf Vorwärtszeit? Ich bin voll nice. Das arme Ding, das besteht nur aus einem Kopf. Hat so Bock, dass sich jemand an einem Kopf festklammert? Weiß ich nicht. Wenn du darüber nicht denkst. So, Evoli. Die haben das falsche Bild von Golbatron. Das ist doch gar nicht blau. Blau und Golbatron ist eklig. Das war mal blau. Das ist dann zu sehr blau war und dann wird es grün, weil es ihm schlecht wurde. Noch mehr Klone. Ein Kind wagt es Ninja Meister. Kugel im Kampf aus von Lacher. Du wirst vielleicht feststellen, dass jeder meiner Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam auf. Meine geheimen Initiativen werden dich schon im giftigen Boden der Tatsachen zu. Ich werde nur, dass die Pokémon das nicht können. Es wird. Was denn? Gift-Arena. Ja. Das ist nur Gift-Pokémon. Ja, gut, das ist schon was Verwunderliches in diesem Spiel. Zu früher, aber. Du bist dran. Was? Dein Pokémon. Oh. So, hüpft ihr euch Z-Move! Darf ich rechte Hand drauf einsetzen? Kannst du probieren? Mach mal! Und rechte Hand! So beim Arena-Leiter kann ich erstmal was austesten. Rechte Hand! Yay! Yeah. Oh, fick dich! Wow, das war schlau von uns! Ich weiß nicht, was ich einsetze. Dreht sich richtig. Oh, das ist ein Angriff. Ja. Okay. Das hat sich richtig gelohnt, würde ich sagen. Für das Wort, erstmal schon Shit ab.
Korruption oder irgendwie Winzer da von der Pflanze. Erstmal nicht schnell wie eine Matschbombe. Das ist ja jetzt mit Bombeidung geschützt. Ah! Das ist super! Das ist ein irgendwie weit aus. Das ist süß. Süßer Dämmer. Der hätte sicher mehr geschickt nach dem Explosion in den Propantoren. La. Obwohl, nein, warte. Nein, das ist nicht richtig. Willst du Schaden machen, obwohl das der Pokémon? Ich habe noch so viele Pokémon, Raphael. Wir haben so viele Pokémon. Ja, das ist halt Predicted. Okay. Nein. Seine Zuschauer das nicht. Ja, okay. Aber ich bin trotzdem gewiss. Ich würde das denken. Es sieht so cool aus, wenn irgendwie mit Evo und mit einzelnen Arbeiten mit dem Punkt haben. Und dann das Stärke von beiden. Das ist eklig. Ich wünschte, wir hätten Schwert und zwar irgendwas zum Fuß, das wäre jetzt voll geil. Aber ich wette, jetzt kommt wieder Schutzschild. Hat der Riesbedeckel mehr gemacht als das Ding oder so? Ja. Und kommt der Schild? Wow, obwohl, was? Mega Pinsel. Und Daumen, dass er keine gute Fähigkeit hat. Wenn ich darüber nachdenke, Mega Pinsel hat als ein Step, oder? Hat es einen? Nein, ich rede vom Flug. Step on the Fight Award. Nein, das ist nicht schön, klar. Ich hab irgendwas gelesen, ich glaube an den Salas. Möchtest du nicht langsam auswechseln oder wie? Er wird wahrscheinlich Schutzschild einsetzen. Ja gut. Kannst du ruhig auf Pizza mal setzen. Ist er nur 37? Flamara ist nämlich am höchsten der Runde. Den meisten Speed an. Oh. Ja, natürlich scheiße. Da kannst du aber Reflektor jetzt machen. Das macht Reflektor aber noch sehr angegrenzt. Und ich glaube, ich weiß nicht gerade auch langsamer. Obwohl, stimmt, weil ich langsamer war. Das sieht sehr stylisch aus, muss ich sagen. Ja, aber. Das wäre was anderes. Oh, haben wir jetzt noch Action? Ha, jetzt haben wir beide Screens. Ja, bin eh langsamer. Wie Dönerwitze. Ich glaube, von der rechten Hand hätte es auch nicht gefallen. Los! Riesige Tackle Koga einfach. Koga mit 42 Oh mein Gott, das sind ja alles Gift-Pokémon. Oh Gott. Vermisst du Hypno? Willst du mir das sagen? Ja, schön, der hat ja keine Hypno. Nee. Nein, die hat noch einen Sandama drin. In der Arena. Ich hab's nicht.
Juli hat so viele Kills geholt. Oh ja. Aber das war auch, weil er mit Bisauria zusammen war. Ja. Das arme Ding lernt er einfach mega spät mit dem Törter. Ja gut, Rankin wäre es sicher gut gewesen, wenn du physisch offensiv gewesen wärst. Ich würde geschlagen, Fürstinne. So sei es, das Sumpfohren gehört. Ja, das Sumpfohren wäre auch viel besser. Denk mal, ich war Level 31, wo ich erst den Rasierblatt bekommen habe. Du erhältst den 10-Runden vom Pokémon. Wenn du den 10-Runden besitzt, gehörst du dir jetzt alle Pokémon bis Level 60. Auch wenn du sie sich von einer Antenne hältst. Und das hier solltest du auch haben. Ja, wird er damit bloß rechnen, dass wir Toxin bekommen. Du verstehst, das geht mit deiner Telebox. Wir können Toxin einfach an beibringen. Hinter Telebox 27 verbirgt sich ein Attack, die seit 400 Jahren in meiner Familie weitergeht mit Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, leidet Runde für Runde mehr Schaden. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. Sind die Wände noch da? Nö. Ach, danke, dass ihr die Wände einfahrt. Jetzt kommt nur drauf an. Weitermachen oder jetzt von hier aus wieder zu. Erstmal Part beenden, wir haben 36 Minuten. Oh, nein, ich rede von was beim nächsten Part. Aber wir machen das mit dem Go-Part dann im nächsten Part. Offscreen. Bis dahin. Offscreen, bis dahin. Ciao. Tschüss.